Hi Freunde, willkommen zurück. Was habe ich jetzt gemacht? Spring on, spring off. Was bringt es das? Nichts. Ja, willkommen zurück in Terraria mit dem Avalon-Mod. Und das, was letzte Runde geschah, das war ja mal so eine richtige Scheiße. Einfach mal abgekratzt, weil ich wo runtergeflogen bin oder gehüpft oder was weiß ich. Doofheit. Tut weh. Und diesmal benutze ich Bomben. Bomben mir den ganzen Weg frei. Was könnte ich denn noch mitnehmen? Recall Potion eine. Strahlentrank oder einen Nachteulentrank. Nehmen wir das mit. Fackeln habe ich jetzt natürlich auch keine mehr. Kein Holz, keine Blobs. Überhaupt nichts. Wenn ich jetzt habe ich kurz davor noch mein ganzes Geld in Sicherheit gebracht. Naja. Mal schauen, wie es dann diesmal läuft. Aber erst mache ich noch ein bisschen Holz, damit ich mir gleich mal, wenn ich den Blob da drüben gekillt habe, Fallen herstellen kann. Wenigstens 3 Stück. Ach, da kommt. Nein, das ist eine blöde Gans. Ach komm, du Arsch, verreck doch einfach. Ach, genau, und falls ich wieder ein Herz finde, falls ich nicht vergesse, was ich jetzt sag, werde ich das erstmal da oben in die Truhe einlagern, bis ich 10 Herzen hab oder so. Und dann benutze ich sie, sobald ich gutes Zeug hab. Sonst wird es eh nichts. Mehr. Oder niemals. Oh, ich kann sogar 6 machen. So. Dann mache ich da gleich noch den Boden ein bisschen eben. Dann ist die Arbeit auch schon erledigt. Soll ja alles in der gleichen Höhe ungefähr sein. Das Zeug weg. Eicheln rein. Hab nur 3. Da unten lagen doch, glaub, noch welche drin. Mach die mir die Tür auf und mach sie auch gleich wieder zu, so ist recht. Ups, so. Okay. Da ein Bäumchen, ups, egal. Ach. Ah, verdammt. So. Kommen jetzt schon wieder Zombies. Hört sich ganz so an. Naja, ich mache jetzt noch kurz hier das Zeug da weg. Und mache das alles eben. Ah, verpiss dich, du dumme Gans. So, dass das schon mal wenigstens gemacht ist. Ah, verreck. Dummes Stück. Gut. Zeug da wegmachen, geht natürlich nicht. Hab das falsche Ding da. So, gut. Jetzt hat's geklappt. Eicheln rein. Das muss so passen. Ach, scheiße, ich hab scheiße gebaut. Haha. Dann gibt's halt keine Eicheln. Was soll's? Wenn ihr mir keine geben wollt. Na super. So. Wenigstens hier mal ein bisschen was. Da kann ich jetzt nichts hinmachen, denke ich mal. Nein, muss warten, bis es Gras gibt. So. Okay, und dann geht's wieder ab in die Hölle. In die tiefe Dunkelheit. Wo waren wir denn hier? Glaube ich. Obwohl ich da jetzt noch mal entlang will. Ich habe nichts mehr. Verdammt. So, jetzt habe ich was. Dahin ungefähr. Da komme ich nicht hoch. Nein, komme ich nicht. So. Da drüben war ich doch, glaube ich. Dann buddeln wir einfach mal hier durch die Wand durch. Düdüdüdüdüd.
Schön da durchbuddeln, bis wir drin sind. Fackel ist natürlich im Weg. Pech gehabt, Fackelchen. Also ich gehe kurz davor noch nach unten. Wäre auch eine Möglichkeit. Nein, das passt nicht. Was ist da weg, Mann? So, jetzt aber. Okay. Wo sind wir denn abgekratzt? Drüben oder da unten? Irgendwo am besten gleich wieder. Nein, hier nicht. Ach, da unten war ich auch schon. Gut, ich habe meine Bomben zum Glück mitgenommen. Dann wir uns da unten durch. Wenn ich jetzt darunter hüpfe, dann bin ich natürlich auch wieder tot. Glaube ich mal. Also buddeln wir uns noch ein bisschen darunter. So. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall genug mitgenommen. Okay. Was liegt denn da drüben? Keine Ahnung. War auch nichts, da war nur ein Schatten. Doch hier war es, wo wir abgekratzt sind. Killerzwerg stürzte in den Tod. Ja, das war's, das war's. Schade, dass das Zeug nicht mehr da liegt. Naja, war ja irgendwie klar, nachdem ich also vom Server oder aus dem Spiel raus musste. Ich hätte es eigentlich auch anders machen können. Ich hätte die Welt auf einem Server laufen lassen können. Danger Sense Potion, was ist denn das? Allows you to see nearby danger sources. Achso, das war das. Und wenn ich da unten vielleicht noch hin. Ja. Wenn es auf dem Server läuft, dann läuft der Server weiter. Ich kann nochmal rein und habe das Zeug nicht verloren. Aber so weit habe ich natürlich nicht gedacht. Naja, was soll's. Pech gehabt. Pech gehabt. Wenn ich jetzt darüber gehe, dann gibt's nichts. Unten gibt es bestimmt auch nichts. Trotzdem mal gucken. Gehen wir darüber kurz noch, so dass ich einfacher wieder hochkomme. Da gibt es auch nichts. Ich habe keine Leuchtdings da, Leuchtstäbe mehr. Verdammt. Das weiß ich natürlich nicht, ob es da drüben was gibt. Machen wir kurz noch mal das Spezialding da. Okay. Da hin. Oh, schön. Zum Glück bin ich nicht dumm. So. Am besten wäre es natürlich, wenn ich dann auch noch demnächst wieder so ein Jellyfish Necklace finden wird. Dann hätte ich wieder was Geiles dabei. Was gibt's da? Stein. So, aus dem Wasser raus. Buddeln wir mal darüber. Am besten unterwegs auch noch gleich wieder abkratzen. Ich hoffe, da fliegt nirgends so ein Scheiß. Oh. So ein Scheiß Dings darunter. So ein Dings. Wie heißt's? So ein Fels brauchen. Die fliegen ja gern mal von oben nach unten. Machen alles platt im Weg.
So. Da ist auch noch ein bisschen was. Komm ich da nicht rein, nein, da ist noch was. So. Komm ich jetzt rein? Ja. Hol ich das Wasser ab, oder? Nein. Jetzt aber. Gut. Was im Weg. So. Hätten wir das auch geholt. Dann schauen wir mal darüber. Was für Gefahren da wieder lauern. Bestimmt nichts Gutes. Naja, eine Quali ist ja eigentlich nicht schlecht, aber egal, wer weiß, das ist schon Quallenboss. Oh, scheiße, Sand. Ich hasse den Sand. Ah, da ist Eisen. Und einige Scheißerchen. Wenn ich jetzt kann ich mir dann wieder Fackeln bauen. Ist auch nicht schlecht. So. Okay. Da rein noch. Ein bisschen vielleicht da auch noch runter gehen. Oder nach rechts ein bisschen. Dann runter. Ja gut, ich habe keine Fackel mehr. Spielen wir ein bisschen Bombman. So, kleiner Scheißer, ich komme. Heute ist dein Geburtstag. Beziehungsweise dein Sterbetag. Trifft's vielleicht eher. Willst du nicht kommen? Nein, willst du nicht. Kommst du jetzt bald runter, du Arsch? Kill mich nicht. Dumme Transe. Mann. Noch habe ich genug Leben. Ja, jetzt muss ich wieder hier rein. Zwei Stück. So. Da liegt doch noch was. Da drüben gibt's nichts mehr. Nichts. Nothing. So. Wie komme ich jetzt da hoch? So. Dann darüber. Okay. Wassermarsch. Runter. Komm runter. Und bleib schön da. Och nö, jetzt kommt der runter. Hierher. Ach. Verdammte Drecksviecher. Verreck, komm her, du Arsch. Arschradde. Gut. Och, scheiß Sand. Alter, wie hoch ist denn das Ding? Wie hoch ist es? Ach, da kommt's, okay. Puh, ich dachte schon, das geht bis nach China. Naja, China ist ja eigentlich unter uns, also egal. Ein bisschen Leben kann auch nicht schaden. Wenn ich mich schon nicht heile. Da noch ein bisschen was? Okay. Fackel. Oh, da oben ist auch noch was. Geh doch. Mal gucken, ob ich das hinkriege, wie ich mir gerade gedacht habe. Aber ich glaube nicht, das ist zu hoch. Und die Fackel ist eh gleich wieder weg. Oder auch nicht. Machen wir da noch auf. Gut, geh doch.
Ist ja nix. So. Ach, ich kann ja da ins Leere stehen. Ach, schon alles weg gewesen. Ja, dieser Sand. Dieser Sand regt auf. Wenn ich jetzt das über mir wegmache, dann kommt er auch gleich runter. Puh. Wenigstens hat er mich nicht erwischt. So. Okay. Da ist auch wieder Sand. Kommt noch mehr Sand gleich runter. Und eine Höhle haben wir gefunden. Mal wieder. Das mache ich kurz das da weg. Okay, und jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ha, ha, ha. Jetzt aber nein, doch nicht. Hey, Mann. So, da ist doch gleich was. Fangel. Okay, da gibt's noch eins. Gut. Kann ich eigentlich noch mal Fangel machen? Ja. Oh, oh, da habe ich auch noch zwei. Okay. Ich gehe jetzt mal kurz darüber zum Gucken. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas Besonderes. Außer Sand. Aber ich glaube nicht. Da gibt es nur Sand und sonst nichts Besonderes. Wenn man Sand überhaupt als Besonderes bezeichnen kann. Kommt ein bisschen Lehm, so wie es aussieht. Jo, dann mache ich am besten das da auch noch weg. Kann ich nämlich da unten durch, ohne dass ich noch mehr Sand wegklopfen muss. Okay. Wie sieht's da aus? Auch noch ein Stein im Weg. Da kommt, nein, nicht viel, aber ein bisschen. Okay. Fackel. Gut, da gibt's nichts. Also wieder zurück. Und da ist ein verdammter Fels im Weg. Gut. Hey Arschi, was du da unten machst denn? Geh weg! Geh weg! Arschloch, blödes. Ach du Arsch, komm her, komm her, komm her! Hi. Du killst mich nicht, du Arschratte! Stirb, stirb! Gut. Puh. Gut, das da auch noch weg. Und dann geht gleich hier der Oberspaß los, wenn wir da drüben sind. Noch kurz hier das Ding da aufmachen, wenn da eins ist. Ich dachte, da wäre eins. Nein, da ist keins. So. Oh, du große Kacke. Wenn ich jetzt da oben aufmache, dann kommt gleich mal der Arsch von da oben runter. da ist er. Hau ab, hau ab, lass mich. Oh Mann, komm her. Komm her. Gut. Ich hoffe mal nicht. Wasser kommt. Wasser ist mir ziemlich egal. So, ich lasse das jetzt, glaube ich, so. Oder ich mache hier noch ein bisschen was weg, dann kann jetzt Wasser ablaufen. Dann kann ich auch da hochhüpfen.
Arsch, 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 Ratte, Arsch, Ratte. Gut. Wieder ein Dreckblock hin, sobald es weg ist, das Wasser. Sobald es weg ist, jetzt. Und eine Fackel hin. Passt. Passt, wabbelt und hat Luft. Freut mich aber. Komm ich jetzt dahin? Ja, komm ich locker hin. Komm, mach weg. Gut. Jetzt können wir diesen kleinen Scheißer noch und kriegen hoffentlich ein Necklace. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Die eine Chance hatte ich vertan, es zu behalten. Daher habe ich kein neues mehr verdient. Soll ich jetzt da hochkommen? Soll ich wieder da hoch? Oh Mann, das ist doch zum Kotzen. Ich habe doch jetzt Dings da. Oh, ich habe noch das da. Gut, das bringt mir nicht wirklich viel. Egal, ich habe noch Dings da. Hier Dings da. Das da Dings da. Ah, Kupfer. Und nichts. Okay. Nicht absaufen, wäre schlecht. Okay, dann gehen wir mal darüber. Und dann nach unten. Okay, da komme ich noch hoch. Sieht jetzt aus? Ja, gerade so. Okay, Kupfer habe ich ja jetzt wieder ein bisschen was. Nicht so viel wie damals, als ich abgekratzt bin. Aber egal. Ich glaube, jetzt wird auch. Ja. Ich glaube, jetzt ist auch endlich mal wieder Zeit, einen Cut zu machen. Hab zwar vergessen, auf die Uhr zu gucken, aber ich denke mal, dass es passt. Letztes Mal hat es immer gepasst. Und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Übermorgen. Bis dann. Tschüss.